Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen bei Raps Play und wir fangen an mit einem Chimera Deck. Das habe ich von Agora. Und die Leute streiten sich gerade hier wieder unten. So, ich gehe mal zum Red Buff. Ja, ich habe noch nie mit dem Deck gespielt. Ich habe mir das gerade mal einfach so gebaut, weil ich habe alle meine Decks gelöscht und habe mich dann mal so ein bisschen hingesetzt und einfach mal angefangen, Decks zu bilden. So, ich weiß nicht, was die hier machen. Ich könnte mich hier in den Dings stellen und mal gucken, dass vielleicht da jemand hinkommt. Und wir einfach mal hier drin warten. Ganz kurz. So, wo rennt denn der Iron Monkey hin? Wir sind da beim Red Buff. Yo. So, danke für den Red Buff, Boys. Direkt mal ein First Blood gemacht. Sollen wir hier die schnell machen? So, machen wir das auch noch schnell. Im Red Buff geht das ja fix. So. 3 Punkte haben wir. Wir machen aber trotzdem noch die White Camps hinten. Und das Deck ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Andererseits klingt es auch sehr interessant. Und wir gucken einfach mal, ob es was taugt oder ob es eher scheiße ist. Ich habe gestern mal eine Runde gezockt, ohne Chimera aufzunehmen, mit einem anderen Deck, das ich selbst gebaut hatte. Und das war so grottig. Also die Runde war grottig. Das Deck jetzt nicht so unbedingt. Aber die Runde war schon echt ziemlich grottig. So. Da haben wir noch ein 2er-Camp, das machen wir auch noch. Bam. 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 So, okay. Jojojojo. Ich bin übrigens heute mal wieder alleine. Ist auch mal wieder ein bisschen angenehm. Weil man einfach mal alleine eine Runde zocken kann. Okay, so, bei 6 Punkten gehe ich gleich wieder zurück. Alter, das wird knapp. Lol. Nein, und er hat mich erwischt. Aber egal, ich habe 6 Punkte. Jetzt gehe ich als nächstes... wie war denn das nochmal? Ein Heiltrank? Obwohl, nee, warte mal. Ich gehe, glaube ich, auf die Irrenspuren-Schärpe. Ja, die ist ganz cool. Und dann nehme ich noch einen Heiltrank mit. Doch, Heiltrank war richtig. So. Das ist so ein komisches Item, das macht Damage um mich herum. Was eigentlich ganz cool klingt. Ich habe das noch nie benutzt und in diesem Deck wird es halt benutzt. Und deswegen fand ich das ganz interessant und mach das einfach mal. So. Weiß nicht, ob ihr es hört, aber die Pfeife läuft. Ich habe nämlich gerade eben... Habe ich mir eine angemacht, habe ich gedacht, ja, kannst du mal ein bisschen Decks bauen, ein bisschen Pfeife rauchen, ein bisschen geil. An enemy tower is under attack. So, 2er-Camp. Da guck, die kriegen jetzt die ganze Zeit Damage von mir. Außenrum. So, da stirbt er ja von alleine, der Typ. Ich skill diesmal nicht die E. Ich werde das einfach mal weglassen. Und bin mal gespannt, ob das besser klappt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr das zockt, ob ihr die E skillt oder ob ihr eher so reingeht, bam, und dann wieder raus. Das probiere ich nämlich immer und skill deswegen die rechte Maustaste. Finde ich eigentlich recht geil. So. Jetzt gehe ich mal in den linken Jungle. Vielleicht hole ich mir den Red Buff wieder. Stell aber erstmal den Sammler auf. Denn je früher der steht, desto mehr bringt's. So. Okay. Ich mache erst die White Camps und dann das Red Camp.
Oh, da vorne ist jemand. Hinten ist aber auch ein Chimera. Fuck, ey, der ist so schnell, der Kerl. Oh, da hinten geht was ab. Ich bin auf dem Weg. Ah, da kommt aber noch einer. Fuck, der hat ihn erwischt. So. Wo ist der Rampage? Da ist er. Fuck. Oh, der Felsen hat mich erwischt. Ihr kriegt mich aber nicht, ihr Penner. Okay. Dann gehe ich jetzt von hinten in den Dschungel rein. Told you was help was being hit. Okay. So, ich hoffe, ich schaffe das Camp jetzt hier. Ich kill erstmal die kleinen Minions. Der Mann, die kein Damage mehr. Ich glaube, es ist besser, den Großen zu killen. Damit der kein Damage mehr macht. Aber egal, Twin Blast hilft mir. Okay. Der Sammler ist leer. Gadget macht da mein Camp, oder was? Ich bin nur hier der Jungler. So, dann müsste ich jetzt aber fast 12 Punkte haben. 6 Punkte meine ich natürlich. Ja, es reicht. Komm, dann port ich mal back. So, Schutztotem des Zenkers und eine stachelige Knochenrüstung. Dim, 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 dim. In der Mitte ist keiner. Rechts könnte ich mir vielleicht den Murdoch schnappen, ich weiß es nicht. Der andere Murdoch ist weg. In der Mitte wird der Tower angegriffen. Komm, ich mach das Blue Camp noch. So, zicke, zacke, zicke, zacke. Das klappt eigentlich ganz geil, ey. Wenn ich den da in der Mitte angreife, dann kriegen die anderen drei genug Schaden. Oder die anderen beiden, dass sie auch direkt sterben. Oh Mann. Enemy has been slain, Ally has been slain. Ally has been slain. So, der hat hier ein Ward stehen. Ja, da komme ich aber scheiße durch, sag mal. That lucky. He's a lucky. He's a star. So, der ist tot. Die macht wieder meine Creeps. Finde ich nicht so gut. Obwohl, ja, wenn ihre Lane gepusht ist. So, ich probiere zur linken Strecke zu kommen. Da ist der Twin Blast. Der geht aber zurück. Nee, noch nicht. Da ist noch ein Chimera im Jungle. An allied tower is under attack. Der ist halt auch schon Level 7, der Typ. Ah. Victor, komm drauf! Huck ihn dir! Ah, daneben, Boy. Gut, ich guck mal nach dem Sammler links. Ah, steht noch keiner? Schön, dann mache ich das. So, da muss man nur aufpassen, dass sie nicht wegspringen, die Dudes. So, da der Chimera da oben ist, kann ich mir seine Camps schnappen. So, meine Ulti gelevelt. Schau mal kurz, ich stelle mal hier ein Ward auf. Red Buff ist weg, leider.
Oh, da sind zwei. Ich hab keine Ulti ready, Alter. So, ich probiere mein Bestes. Scheiße. Fuck. Nein, ey. So wenig Leben hat der nur noch. Ah, da hätte ich nicht reingehen sollen. Okay, stachelige Knochenrüstung muss ich jetzt pimpen. Ich könnte physische Rüstung mitnehmen. Ich nehme aber erstmal Angriff mit. Das Deck hier war eigentlich ein bisschen anders. Also man müsste ein paar Items zweimal kaufen, die... stachelige Knochenrüstung zum Beispiel. Kauft man zweimal das Schnellstromherz und das Steinbeißerherz. Aber da fehlen mir die Aufwertungskarten für. Vielleicht kann ich das ja dann trotzdem noch irgendwie ein bisschen ändern. Ich muss da mal gucken. Da brauchte man so einer Rüstungskarten und so. Die haben mir aber leider gefehlt. So, ich gehe weiter creepen. Das ist erstmal das Wichtigste. Habe ich 3, 2. Ja, es lief schon besser. Also da hätte ich jetzt, ich hätte ihn einfach sterben lassen sollen und creepen gehen sollen. Da hätte ich am Ende mehr von gehabt. Da habt ihr ja jetzt recht, wenn ihr vom Bildschirm sitzt und ausflippt und sagt, ah, warum gehst du da rein, du Idiot? Ah, falsche Richtung. So, ein Einer-Camp. Zicke-Zacke. Ich glaube, ich skill jetzt auch die E erstmal wieder, die Passive. Ich glaube, das ist cooler, wenn man die hat. So, da ist einer dieser Boys. Fuck. Der ist schon wieder weg, ey. Das ist doch scheiße. Fuck, ey. Der ist schon wieder weggekommen. Wie schnell kann er denn sich immer hin und her porten? Mann, 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 Mann. Murdoch ist hier am Fighten. Rictor. Das ist der Kupfer-Rictor. Der sieht cool aus. Gefällt mir besser als der normale Graue. Hi. Wo? Eins. Okay. Ja, die anderen spielen auch eher schlecht als recht. Wenn man deren Kills sieht, der Murdoch ist okay. Ich mach das Blue Camp. Und dann gucke ich mal, dass ich vielleicht zu dem anderen Murdoch da hinkomme. Also alleine Infight zu gehen ist echt manchmal... ist so eine Sache. Na komm, ich mache erst das Blue Camp. So. Immer weiter. So, das hab ich. Ich weiß nicht, ob der was sehen kann. Nein! Fuck. Schön gemacht! Super. Jawoll! So muss das sein. Wer ist das? Gideon? Oh oh. Geh weg, der killt dich.
Nein, ich bin doch zurückgelaufen, Alter. Ich bin doch zurückgelaufen, Junge. Boah. Komm, ich nehme mal mehr Angriff mit. Kann eigentlich den Schlüssel auch verkaufen. Und dann machen wir das Item voll. Dann haben wir auch den physischen Schaden nochmal extra dabei und halt den Schutz gegen physische Angriffe. Boah. Ja, also ich muss auch erstmal wieder üben mit Chimera, ne? Also ich habe jetzt, wie gesagt, gestern eine Runde gespielt, gestern Abend eine Runde. Und das ist jetzt quasi die zweite mit Chimera seit, keine Ahnung, Folge 120, 30, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal Chimera gespielt habe. Das wisst ihr bestimmt besser als ich. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich gut zu spielen. Aber wie ihr seht, klappt es gerade nicht so toll. Das ist auch das Problem, dass ich jetzt halt hier Dreierkarten drin habe und muss dann mal gucken, dass ich das vielleicht auch später irgendwie tauschen kann. Komm, ein scheiß Schuss, Alter. Ein Schuss. Ja, schön. Okay. So, dann pushen wir hier den Turm. Manchmal braucht er so lange, bis er anfängt zu schlagen, Alter. So, da ist eine Rampage. Stell da unten mal kurz ein Wort auf, mach vielleicht das Camp. Schönes Dreier-Camp. So, an dem kommt der dann nicht vorbei. Könnt mir deren Red Buff noch angucken. Ist keiner da. Oh, Level 10. Ey, jetzt kam der Depp dazu. Ah, Leute, Leute, Leute. So. Als nächstes ein Dornblattgewebe. Mit Energierüstung. Das ist ein bisschen günstiger. Energierüstung hat er nicht so viel dabei. So, der ist tot. Und noch eine, Alter, da lässt er sich noch vom Tower kicken, ey. Das war asozial. So, this is sick. Ja, die Runde ist nicht so geil, muss ich sagen. So, ich hol mir den Red Buff und so. Und probier's dann mal damit. Jetzt habe ich 4-5. Aber Twin Blast 1-7, Rictor 1-3, Murdoch mit 4-1 ist okay und Gadget 0-2. Also in alle Scheiße bis, also mich eingeschlossen, bis auf den Murdoch, der ist ganz gut. So. Depp. Depp. Ich brauche nur angucken quasi. So, der Twinblast ist weggekommen. Hallo. Der Gideon ist scheiße da. Danke. Ah. Na komm, auf den Gideon da oben. Komm, ulti ihn! Oh fuck, komm zurück, komm zurück. Komm zurück.
Alter, der Dome trifft, trifft den nicht. Lol, der hat ihn gehuckt. Ich dachte gerade, wo ist er hin, Alter? Komm, den kriegt ihr mit der Ulti. Wenn es sein muss, mit der Ulti. Angriff rechte Strecke. Dann habt ihr euch den Tower. Ich renne hier einfach durch, lol. Warum konnte ich denn da jetzt einfach so durchlaufen? Crazy. So, hier ein Ward platzieren. Hier ist nichts. Müssen wir den Sammler kaputt machen. Dann kann ich mich auch ein bisschen daran hochheilen. Oh, 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 ich bin unterwegs. Jo. Oh, da kommt irgendeiner. Chimera. Ich dachte, das wäre Rampage. Ne, da ist noch jemand. So, ich habe keine Ulti, jetzt gehe ich nicht mehr in deren Jungle. Rampage. Kommt aber weg. Also der Twin Blast kommt weg. Warte, ich habe keinen Mana mehr, Alter. Hilf, 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 hilf. Alter, wo kommt der her? Ich bin tot. Mann, ey, wo kam der scheiß Gideon her? So, als nächstes soll ich das hier ausrüsten. Mit Mana und ein bisschen Attack. Und dann kommt da noch eine Zweierkarte rein und dann können wir... genau, noch eine Zweierangriff. Dann haben wir dann beim nächsten Mal 4 und dann kaufen wir uns das Steinbeißerherz. Ne, das Schnellstromherz. Das hier mit ein bisschen Kinetik mit dabei. Und dann gucken wir mal. I hate his ult. Ja, me too. Oh, aufpassen. Guten Dom gestellt. Finblast, do you have attack speed cards? Kann er doch nachgucken. Hier hat er doch, drin. 664, ha. Ist halt nichts halbes, nichts ganzes, ne? 4 Assists, die kommen ja halt zugute, aber der Rest ist halt scheiße. So, da unten ist ein halbtoter Dings. Kriegt er ihn? Jo. An enemy has been slain. Fuck. Boah, der zieht mich, Alter. Und wie der mich zieht. Oh, da drüben. Da ist Rampage. Komm mal einen Heiltrank rein. Was ist auf der Rampage? Okay, der geht aber nicht drauf. Was ganz gut ist. So, ich mach mal kurz den Sammler leer. Oh, rechts wird gepusht. Warum ist da niemand? Ist der gestorben gerade? Nee. Murdoch ist auf dem Weg dahin. Wird geballert. Nice, der Murdoch. Wir haben wieder keinen Ward hier unten.
So, ich kümmere mich mal um die Creeps hier. Ist halt ganz geil, die Karte, die ich da hab. Weil die Karte macht halt rundherum immer Damage. Und da ist auch das Lane-Pushen nicht so schwer dann. Brauchen wir eine volle Creep-Welle, ey. Ich geh mal ein bisschen weg. Hol mir mal den Red Buff. Nützt ja sonst alles nichts hier. Jetzt laggt's aber, oder? Habe ich das nur so. Ich meine, es wird gerade übelst laggen. So. Wenn ich den Red Buff habe, probiere ich mir nochmal den Twin da zu angeln. Ich weiß nicht, ob er gerade ein Ward aufstellt. Er wird jetzt zur Mitte kommen. Aber wenn der zur Mitte geht, gehe ich da auch hin. So, habe ich weggepustet. So, machen wir hier die Minions. Oh, Chimera. Murdoch, Murdoch, Achtung, Murdoch. Ey, das gibt's nicht! What the fuck, Alter? Das war ein Schlag, der gefehlt hat. So, dann nehme ich mir aber noch einen Angriffstoken mit, so lang. Ja. Ja. Ja, der Twin Blast ist jetzt tot. Kein Reisemodus, nix. Da ist der andere Twin Blast. Ja, der ist. Ne. Weiß nicht, warum nicht back geht. Alter, laggen die Server. Guck mal, ich hab grad geschrieben. Es kommt ja gar nichts an. Sieben, sieben, vier. Also für jeden Kill sterbe ich einmal. Das ist irgendwie scheiße. Ich muss ein bisschen mehr safe spielen. Platziere mal ein Ward da unten hin. Und, Jetzt kommt die Nachricht. Ein bisschen Schiss vor dem anderen Chimera. Hilp. So, der ist jetzt nach oben gegangen. LOL, der hat mich unterbrochen. Ja, geil, ey, geil. Der wäre sowas von tot gewesen. Und da unterbricht er mich mit der Scheiße. So, der linke Tower ist jetzt down. Ey, warum kann der meine Ulti unterbrechen mit der Scheiße? Ja, mach doch gerade den Harvester, bitte. Warum macht er nicht? Ja, der Tower ist tot. Komm, einen scheiß Harvester, Alter.
Bleib nochmal. Er geht auf die Minions. Power down. So, jetzt bist du tot. So, zwei Türme gefallen. Damit haben wir von den Türmen Gleichstand. Alter, Alter, Alter. 1-9 der Twin Blast. 2-6 der Rictor. 9-5, der Murdoch ist noch gut. Fuck. Der Wichser, der kann einen so slowen, ey. Ich hasse das. Lol, die haben auch den zweiten Tower da geholt. So. Noch einer gestorben. Eieieiei. Enemy double kill. So, wo rennt der Murdoch hin? Den habe ich wenigstens bekommen. Da oben läuft der Twin Blast. Ich könnte auch gleich wieder zurückgehen. So, bin jetzt auch Level 15. So, komm zurück. 9 Punkte. Ich glaube, ich gehe die erstmal ausgeben. Ich mache den Sammler da leer. Ups. Und dann gehe ich zurück. Oder soll ich noch den Red Buff und sowas holen? Ne, kann ich gleich machen. Geh erstmal zurück. Da kam ein Chimera. So, als nächstes nehmen wir das Schnellstromherz mit. Mit Leben und Kinetik erstmal. Also die Runde werden wir auf jeden Fall verlieren, aber ich probiere trotzdem noch das Beste irgendwie aus dem Deck rauszuholen. Und mich ein bisschen einzuspielen mit Chimera. Vielleicht kann ich in der nächsten Runde dann ein bisschen besser spielen. Oh, der ist down. Den habe ich auch wegziehen können. Park. Hook den. Okay, jetzt bin ich tot. Mann, ey, ich dachte, der hookt ihn. Murdoch. Ich glaube, der andere hat Lifesteal, kann das sein? Alter, sind wir schlecht, ey. Komplette Team down. Ah, ich bräuchte wieder einen Millimeter Erfahrung, ey. Das ist doch scheiße. Pinblast ist da. Wird er das steffen können? Lol. Vielleicht machst du da deine Kuh. Ja. Sehr schön. Lol, er lässt sich ja voll von dem fertig machen. Ja, 1, 2, 3 und wegspringen. Spring doch weg! Lol. Lol. Alter, der Twin Blast, 2-11. Der sieht voll klein aus. Mann. Ich könnte mich jetzt am OP-Buff versuchen.
Da vorne ist der Gideon. Ich gehe jetzt zum Red Buff. Und dann gucke ich mal, dass ich vielleicht... Wow, wo kommt der her? Dass ich vielleicht irgendwie den OP-Buff kriegen kann. Da hinten kommt noch der Twin Blaster zu. LOL! Killstil! Ah, Turm down. Weiß es nicht. Wenn der Chimera hier gleich reinkommt, aber ich habe so viel Life-Rack dann. Ich kriege ja jetzt schon mehr Leben, als ich Schaden bekomme von dem. Alter, komm, Murdoch, mach Damage. Nein, mein Life-Rack. Okay, ich hab ihn noch. Murdoch sieht mich. Da oben ist Rampage. LOL! Fuck, ey. Okay, jetzt können wir aufgeben. Ah, Leute! Dass der Murdoch dann den OP-Buff bekommen hat, das hat uns jetzt das Genick gebrochen. Wenn ich den bekommen hätte, hätte ich die vielleicht gekickt. Weil ich hätte dann die Hauptkarte aktiviert. Und dann hatte ich ja über 60 Life-Rack momentan gehabt. Und dann noch übelst Damage und... was weiß ich alles. Aber die Runde war nicht so gut. Gut, Pamarillos, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann sage ich mal, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann stay Pam. Tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.